Die asiatischen Börsen, die haben ihre Hausaufgabe heute schon gemacht. Es gab einen Plustag, mehr oder weniger alles so 1% im Positiven. Sowohl der Nikkei hier in Tokio, hinter mir die Tokyo Stock Exchange, aber auch Hang Seng und Shanghai, beide eigentlich ganz gut unterwegs. Ungefähr im Schnitt kann man sagen 1% im Plus und damit beste Voraussetzungen eigentlich für einen steigenden Tag in Europa und in Amerika ebenfalls. Und genau das bewahrheitet sich aktuell schon, also der DAX tapfer ebenfalls auf dem Weg nach oben. Ein deutlicher Zug also in Richtung Norden bei den Indizes. Wir können davon ausgehen, dass das zumindest aus aktueller Sicht erst nochmal anhält. Wie lange wird das gehen? Das ist tatsächlich fraglich. Denn wir müssen damit rechnen, dass zwischendurch auch dieser Rücksetzer, der sich jetzt angedeutet hat, nochmal wieder Fahrt aufnimmt. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ob es durch den Sommer tragen wird. Da sind noch viele Momente, nicht nur von der politischen Seite, die damit einwirken können und den Markt entsprechend drücken können. Unter anderem natürlich morgen der G20-Gipfel, der nicht hier in Tokio, aber auch in Japan, in Osaka, also ein bisschen weiter westlich von hier, dann startet. Und der könnte durchaus brisant sein. Man sieht es jetzt hier gar nicht, es fängt so ein bisschen zu regnen an, es ist sehr windig. Die Haare sind schon weg hier. Also es ist ein Taifun, der hier auf Japan zukommt und möglicherweise sogar die Politiker noch ein bisschen länger in Japan verweilen lässt, denn möglicherweise wird es nicht möglich sein, Japan zu verlassen, wenn es dann nämlich so windig wird, wie es unter Umständen sich so zumindest mal andeutet. Es kann also eine Veranstaltung in geschlossenen Räumen werden, was wir da sehen. Das könnte durchaus vorteilhaft sein für die eine oder andere Verhandlung, wenn man da ein bisschen intensiver mal dran ist. Und das wiederum dürfte die Märkte dann auch wieder bewegen. Heute ist Markteinfluss natürlich 14 Uhr so ein bisschen für Deutschland, der Verbraucherpreiseindex. 14.30 Uhr noch wichtiger, ich glaube 14.30 Uhr gibt es natürlich die Arbeitsmarktdaten, die wöchentlichen und Zahlen zum amerikanischen Bruttoinlandsprodukt, das unverändert gesehen wird zur letzten Veröffentlichung. Also insofern kein Einfluss zumindest von der Erwartungshaltung. Trotzdem um diese Uhrzeit aufpassen, wenn es da Abweichungen gibt von der Erwartungshaltung, dann ist das durchaus dafür gut, dass da eine schnelle Bewegung da ist. Und die haben wir ja aktuell mehrfach. Wir haben es gesehen, Nasdaq oder auch die amerikanischen Indizes, teilweise mit steilen Flanken, heute der DAX wieder in beide Richtungen, jetzt im Moment nach oben. Also wir sehen, da ist noch viel Spannung da, sind viele Marktteilnehmer noch nicht so richtig entschieden, was passiert. Je schneller, je steiler eine Bewegung ist und je mehr es in beide Richtungen geht, desto nervöser ist der Markt. Wir müssen also das auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Als Händler muss das nicht schlecht sein, wenn der Markt eine schnelle Bewegung macht. Im Gegenteil ist es sogar durchaus sehr gerne gesehen. Wie gehen wir damit um? Naja, jetzt sind wir stark nach oben gegangen, wenn der Markt so ein bisschen eine Bullenflagge ausbildet, also ein bisschen wackelig nach unten kommt. Wir haben das mehrfach auf kleineren Zeitebenen gesehen. Dann kann man da den neuen Einstieg dann nochmal wagen und sagen, hey, jetzt geht doch nochmal der nächste Schub nach oben los. Ob das immer so kommt, ist mal dahingestellt. Es kann sein, dass man da einfach dann sieht, wir haben zwar ein leichtes, wackeliges Zurückkommen und dann bricht der Markt nach unten weg. Dann hat sich die Richtung geändert, ohne dass man ja dank der Trigger-Überlegung, viele von Ihnen wissen das, wenn Sie den Trade des Tages sich schon angeguckt haben, mal wie das ungefähr aussehen kann, dass man dann auf der falschen Seite gar nicht erst reinkommt. Insofern hat man sich dann den negativen Trade häufig, nicht immer, aber häufig dann schon gespart. Also es ist ein bisschen Trial and Error, ein bisschen Vorbereiten auf beide Richtungen. Im Moment würde ich den Vorzug eher auf die Nordseite geben, zumindest mal bei den Indizes. Das könnte vielleicht bei Rohöl ähnlich sein. WTI oder Crude Oil hat so ein bisschen den Eindruck, auf 15-Minuten-Basis habe ich das vorhin gesehen, Schub nach oben. Jetzt kommt es ein wenig wackelig nach unten und wackelig nach unten, wie gesagt, ist diese Schwäche, die ich eben angedeutet habe, in dem Fall schwach nach unten, bietet die besten Voraussetzungen, dass wenn das letzte Zwischenhoch gerissen wird, dann der Markt eben sich nach oben weiter fortsetzt. Es wäre so klassisch. Vielleicht sehen wir das da auch. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute nur das Beste, dass Sie auf der richtigen Seite im Markt unterwegs sind und dass wir uns heil und gesund morgen wiedersehen, wenn Sie denn mögen. Bis dahin Ihnen alles Gute.